Oh, sieh dir das an. Benvenuto a Isla Delfino, dem tropischen Sonnenparadies. Wir freuen uns, Sie in unserer einzigartigen Heimat begrüßen zu dürfen. Genießen Sie den Aufenthalt in unserer herrlichen Naturlandschaft, den wir Ihnen mit den wundervollen Entspannungsmöglichkeiten, einem Vergnügungspark und unserer Spezialität Frutti di Mare noch angenehmer gestalten möchten. Dies und noch vieles mehr erwartet Sie auf Isla Delfino. Entspannen Sie sich und wir beleben Ihren Körper und Geist. Mario? Ist das eine Fata Morgana? Habt ihr das gesehen, Toadsworth? Willkommen zu einem neuen Projekt, Super Mario Sunshine, das zweite 3D-Mario. 2002 erschienen für den Nintendo GameCube. Es war kein Launch-Titel, aber es war so, ich glaube, der GameCube-Titel, der mir am meisten im Kopf und im Herzen hängen geblieben ist, zusammen mit The Legend of Zelda Wind Waker. Wir haben jetzt schon Super Mario 64, Super Mario Galaxy und Super Mario 3D World gespielt von den 3D Marios, wenn man 3D World dazu zählen möchte. Und jetzt möchte ich unbedingt Super Mario Sunshine spielen, bevor dieses Spiel auf der Nintendo Switch remastered wird. Falls es denn dazu kommt, man weiß es ja nicht. Denn es ist, ja, ich würde sagen, mein Lieblings-3D-Mario. Zumindest so von den Gefühlen, die ich dafür hege. Ich würde sagen, objektiv ist es nicht das Beste. Es hat nämlich einige Schwachpunkte, die werden wir auch im Laufe des Let's Plays ansprechen. Aber es ist ein sehr schönes Mario, weil es auch ungefähr so das Setting hat, das mir sehr gefällt, ja, sowas Mittelmeer, das mag ich schon sehr. Gut, ich will gar nicht weiter lange reden, legen wir los. Und schauen uns an, was dieses Spiel zu bieten hat. Beginnen wir noch einen Spielstand. Im Landeanflug auf Isla Delfino. Die Videobeiträge hier, die Cutscenes sind jetzt qualitativ nicht ganz so nice. Der Rest des Spiels dann schon eher. Da habe ich ein bisschen nachgeholfen. So, aber hier haben wir eine Schweinerei auf der Landebahn. Was ist passiert? Übrigens auch ein Mario-Spiel mit Sprachausgabe. Gibt's auch nicht so häufig. Was ist dieser farbähnliche Schleim? Er bewegt sich. Hey Jungs, nicht anfassen. Entschuldigung, aber... Ich mache mir Sorgen um das Wohlbefinden der Prinzessin, wenn es so heiß ist. Meister Mario, würden Sie wohl die Leute dort um Hilfe bitten? Mario, sei vorsichtig. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Ja, und da sind wir. Im Spiel. Mario kann, was er so aus Super Mario 64 schon mitbringt. Er kann springen. Dreimal. Er kann rutschen. Er kann... reden. Er kann Stampfattacken. Was ich das richtig kann, nicht kriechen? Anscheinend nicht. Na gut. So, wir müssen irgendwas gegen diesen Schleim tun. Worauf wartest du? Unternimm etwas. Dein schmieriges Gekleckse hat meinen Freund besudelt. Unser Gekleckse? Glaube ich aber nicht. Na gut. Hier haben wir schon etwas, das uns helfen könnte.
Aufladevorgang abgeschlossen. Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät der Firma eGit GmbH entschieden haben. Unten Daten registrieren. Person wird gescannt und klassifiziert. Person als Mario identifiziert. Bowser des Bewohner des Pilzkönigreichs. Ich bin der Dreckweg 0817, die neueste Erfindung der eGit GmbH. Ich stehe zu Diensten. Ja, eGit GmbH kennen wir aus Luigi's Mansion. Wir kennen ja auch Professor eGit. Fortfahren mit der Benutzereinweisung. Drücke R, um Wasser zu verspritzen. Drücke R nach unten, bleibst du stehen und spritzt Wasser. Durch Bewegen von R kannst du zielen. Drücke X, um auf die Schwebedüse umzuschalten. Drücke anschließend R, um für kurze Zeit in der Luft zu schweben. Ist der Wassertank leer, kannst du nicht mehr spritzen. Um den Tank aufzufüllen, musst du ins Wasser und R drücken. Einweisung abgeschlossen. Fortfahren. So, ein weiteres Mal möchten wir uns das nicht anhören. Mario wird in diesem Spiel nicht nur seine Sprungkünste zeigen, sondern er kann hier auf den Dreckweg 0817 zurückgreifen. Und das ist schon ein ganz nützliches Teil. Ich dachte, ich kann das Plakat irgendwie kaputt machen. Wir können aber auf jeden Fall mal hier diese komischen M-Symbole entfernen mit dem Umlaut. Der M-Umlaut. So. Ja, ich muss mich noch ein bisschen in die Steuerung eingewöhnen. Also mit dieser Spritze, mit dem Dreckweg 0817, kann Mario einiges machen. Ja, er ist damit sehr beweglich. Er kann, ihr seht ja hier, schweben. Und das brauchen wir natürlich auch, um hier gegen die Farbe anzukommen. Und zwar vor allem gegen diesen dicken Klecks hier. Denn das ist eine Farbpiranha, könnte man sagen, die wir eben besiegen müssen. Setzt das Maul offen, ein bisschen Wasser rein, dann tut ihr das gar nicht gut. Und das hält sie auch nicht wirklich lange aus. Sie sollte jetzt eigentlich schon besiegt sein, genau. Die Farbe verschwindet, das Rollfeld regeneriert sich und dort erscheint kein Stern, sondern eine Insignie der Sonne. Ah, nice. So, ich mach mal dich hier sauber. Irgendwie bleibst du nicht stehen, wenn du stehen bleiben sollst, Mario. Krieg ich da was von dir? Ja, ich dachte, es sei um mich geschehen. Du bist es. Du bist schuld an allem. Ja, ich krieg nichts von dir, war klar. Gut, holen wir uns die Insignie. Bravissimo. Ja, das Spiel ist das Mario-Spiel mit den meisten italienischen Einflüssen, würde ich sagen. Einmal speichern. Unsere erste Insignie haben wir. Gute Arbeit, Mario. Ein recht ungewöhnliches Gerät. Ist das eine Art Spritze? Ich heiße Dreckweg 0817. Hey, es kommt jemand. Ja. Die Polizei von Isla Delfino hat Mario eingebuchtet. Warum? Die Verhandlung ist eröffnet. Wie Sie zweifellos wissen, hat jemand grundlos Isla Delfino durch eine farbähnliche Substanz entstellt. Der Angeklagte wird beschuldigt, unsere schöne Heimat verunreinigt und dadurch unseren Lebensstil ernsthaft gefährdet zu haben. Wie könnte jemand sich diese Vorgänge nicht bewusst sein? Obwohl es in Piazza Delfino helllichter Tag ist, leben unsere Mitbürger in Angst und unter einem dunklen Schleier. Sonnenforscher haben herausgefunden, dass diese Finsternis auftauchte, weil unsere heiligen Symbole, die Insignien der Sonne, ihren Versammlungsort an der Porta Sole verlassen haben. Die Ursache, der Grund dafür ist sehr offensichtlich. Diese schreckliche Geschmiere ist daran schuld.
Hier ein Phantombild, das nach Zeugenaussagen erstellt wurde. Die Wahrheit liegt auf der Hand. Der Schuldige befindet sich unter uns. Es ist kein anderer als Mario. Einspruch. Abgelehnt. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Schuldig im Sinne der Anklage. Ich verurteile den Angeklagten hiermit, die ganze Insel zu säubern. Ehe Isla Delfino nicht von jeder einzelnen Schmiererei gesäubert wurde, darf Mario diese Insel nicht verlassen. Die Verhandlung ist geschlossen. Es scheint, als würdest du ganz schön in der Klemme sitzen, Mario. Eine Überprüfung der Daten ergibt, dass die Inselbewohner stark unter dieser Verschmutzung leiden. Wobei die Verschmutzung nicht das Hauptproblem darstellt. Mario, du hast dieses Symbol auf der Pista Delfino gesehen, nicht wahr? Das ist eine Insignie der Sonne. Die Insignien sind der Ursprung der Kraft von Isla Delfino. Sie versammelten sich in großer Anzahl an der Porta Sole. Aber das Geschmiere hat die Insel verschmutzt und fast alle Insignien sind verschwunden. Es gibt nun keine Kraft mehr, die den friedlichen Lebensstil der Inselbewohner stützt. Das ist sehr tragisch. Es gibt nur eine Möglichkeit, sicherzustellen, dass die Insignien zurückkehren. Die Insel darf nicht noch schmutziger werden. Der wahre Täter verrichtet sein Werk, während wir hier sitzen und reden. Und du, Mario, wirst wie ein Verbrecher behandelt. Morgen müssen wir alles in die Wege leiten, um dieses Problem zu lösen. Ja, Dreckweg, da hast du sicherlich recht. Immer geradeaus, du kannst dein Geschmiere nicht verfehlen, Unhold. Als erstes musst du diesen Schandfleck beseitigen. Und denk dran, wir behalten dich im Auge, Freundchen. Wir wissen, wenn du müßig gehst. Ach komm, so ein bisschen. Urlaubsstimmung darf ja wohl aufkommen in Piazza Delfino. Das ist quasi unser Hub, unsere Overworld. Von hier kommen wir in die anderen Welten. Und das sieht alles super aus. Einfach so ein kleines italienisches Städtchen hier. Oh mein Gott, ich liebe dieses Spiel. Aber ich habe ja schon gesagt, es wird durchaus auch kritisiert, weil es doch sehr anders ist als die Mario-Spiele, die man vielleicht sonst so kennt. Einfach schon, dass wir eine Overworld haben, die man ganz normal erkunden kann. Das hatten wir auch in Super Mario 64, aber da war sie deutlich kleiner, da war es ja Peach Schloss. Wir hatten das auch in Galaxy und Galaxy 2, aber da war es eben nur so ein kleines Raumschiff. Und hier haben wir wirklich so ein riesiges Areal. Ich meine, das ist ja so groß wie eine Super Mario 64 Welt. Ja, ansonsten das System von Super Mario 64 wurde eigentlich beibehalten. Wir werden es hier, ja, mit verschiedenen Leveln zu tun haben, indem wir Insignien sammeln. Also von daher, das ist nicht neu. Das wollte ich so nicht. Muss aufpassen. Die Matsche tut mir nicht gut. Na gut, ich würde sagen, kümmern wir uns erstmal hier rum. Kommst du mal raus da aus deinem Glibber? Endlich. Der Kampf ist der gleiche wie vorhin. Einer der Kritikpunkte in diesem Spiel ist, dass sich vieles wiederholt. Das kann ich auf jeden Fall auch jetzt schon bestätigen. So. Glibber ist weg. Und es erscheint eine Statue aus dem Nichts, die vom Glibber verschlungen wurde. Prinzessin, seht nur, auf dem Kopf, auf der Statue. Wer ist das? Ein Klon von Mario? Und der hat es auf unsere Prinzessin abgesehen. Das dürfen wir nicht zulassen. Retten wir Prinzessin Peach. Wieso kriege ich das mit der Steuerung hier nicht so richtig hin? Also hiermit kann man schon ganz schnell werden. Ah, wieso treffe ich ihn denn jetzt nicht? Ja, er kann einem auch wehtun. Immer auch hier wieder, ja, ein Lebensenergiesystem. Mario, kannst du bitte hier hochgehen? Ich dachte eigentlich, dass ich das mit der Steuerung nicht so schwer finden würde. Aber anscheinend ist es doch nicht so
Einfach. Treffe ihn auch gerade gar nicht, merkt ihr? Ah, jetzt wieder. Verdammt. Okay, so viele Probleme hatte ich noch nie hiermit. Eigentlich ist das nämlich ganz einfach. Okay, wir haben ihn besiegt. Das ist nicht fair. Absolut unfair. Es sollte dir nicht erlaubt sein, Geräte wie dieses einzusetzen. Du läufst zu Piazzetta Bianco. Bleib stehen. Jetzt malt er sich hier so ein Bildchen und verschwindet einfach darin. Ein bisschen unfair. Er floh in das Geschmiere, Mario. Bespritze es mit Wasser. Na gut, wenn du meinst. Tun wir das mal. Und folgen ihm. In das erste Level. In die erste Welt. Monte Bianco. Der weiße Berg. Pfad zur großen Mühle ist das erste Kapitel hier. Und das machen wir jetzt. Da sind wir in so einem schönen Bergdorf. Oh, ist das toll. Und das Beste an diesem Spiel ist, wir können von hier aus einfach in andere Gebiete gucken. Das da vorne ist Piazza Delfino, da waren wir gerade. Unter uns ist ein Hafen. Dort drüben ist ein Vergnügungspark. Und dass man das alles einfach sehen kann, ich finde das so toll. Diese Welt wirkt so vernetzt, obwohl es einfach einzelne Gebiete sind. Aber es wirkt einfach so vernetzt. Und wir sehen ja auch hier Porto Doro, der goldene Hafen, und Parco Fortuna werden ja auch ausgeschildert. Die Gebiete werden wir alle aufsuchen. Irgendwann. Es dauert noch ein bisschen. Wir haben gerade erst angefangen. Ach, ich freue mich so sehr auf dieses Projekt. Aber jetzt müssen wir erstmal hier ein bisschen Fortschritt kriegen. Die Sache ist, die Mario kann in diesem Spiel nicht so viel. Also ich würde sagen, dieser Mario hier in Sunshine ist der größte Lappen überhaupt. Er kann weniger als in Super Mario 64 und in anderen Spielen. Zumindest, wenn er Dreck weg nicht hat. Wenn er Dreck weg hat, dann kann der hier richtig viel machen. Aber Mario, wieso komme ich denn nicht da hoch? Doch. Mario allein ist halt nicht so toll. Wir werden einige Passagen in diesem Spiel haben, wo wir einfach nur Mario haben. Und das ist dann nicht ganz so geil. So, und hier sind überall diese ekelhaften Kleckse. Die müsste ich eigentlich mal alle entfernen. Na, denn dafür gibt es immer blaue Münzen. Die blauen Münzen sind einer der großen Kritikpunkte hier am Spiel. Das ist eigentlich auf Zeit hier. Das war noch geschafft. Denn das sind keine Münzen wie in Super Mario 64, die einem 5 Münzen geben. Das sind Sammel-Items. Und jetzt denkt man sich, Sammel-Items ist doch cool. Nein, das ist wirklich nicht cool. Es sind nämlich sehr, sehr viele, die man sammeln muss. Und die braucht man, um alle Insignien zu bekommen. Das heißt, wir werden auch... Oh, jetzt bin ich auch noch falsch runtergefallen. Ja, dann kann ich es auch vergessen. Boah, ich komme gar nicht so hoch. Ah, super gemacht. Entfernen wir erstmal hier die Schmiererei. Gibt auch noch eine blaue Münze. Ihr seht schon, es gibt hier sehr, sehr viele. Ich weiß nicht, ob ich alle finden werde. Das ist wirklich das Schlimmste an dem Spiel. Blauen Münzen. Aber ansonsten ist das wirklich ein gutes Spiel. So, jetzt will ich aber noch hier eben die blaue Münze holen. Da machen wir aber auch schon weiter. So. Drei blaue Münzen haben wir, aber es gibt so viele mehr.
Versuchen wir jetzt erstmal hier hochzukommen. Münzen heilen ein, auch hier im Spiel. Da hat sich nichts geändert. Jetzt müssen wir hier schon wieder gegen eine Farbpiranha kämpfen. Gut, ich muss sie erstmal rausholen aus ihrem dreckigen Versteck. Lass mich aber dabei erstmal treffen. Und stelle mich auch gerade richtig dumm an. Irgendwie... Ja, das mit der Steuerung, das habe ich noch nicht so richtig drauf. Ich weiß gar nicht warum. Stehe ich auch noch in dem Ding drin. Ist natürlich auch nicht so schlau. So, da ist sie. Prinzip ist das gleiche. Immer Wasser ins Maul, wenn es offen ist. Man kann sich auch nicht mehr heilen, indem man ins Wasser geht. Das geht hier nicht mehr. Das haben sie glücklicherweise gefixt. Das war ja sehr lame. Dass Atem und Lebensanzeige gleich waren. Ja, und da haben wir auch schon die Insignie. Aber wer aufgepasst hat, hat gesehen, da oben ist eine Piranha-Pflanze mit einer weiteren Insignie. Aber holen wir uns erstmal die hier. Bravissimo. Perfekt. So, da sind wir wieder. In Piazza Delfino. Und... ja, ich würde sagen, das war's für den ersten Part. Ich freue mich tierisch auf die Parts, die noch kommen werden. Na, da ist auch eine blaue Münze. Ich hoffe, ihr seid dabei. Denn das ist wirklich eins meiner Lieblingsspiele, aller Zeiten. Trotz der ganzen Schwachpunkte, die man mittlerweile so feststellen kann. Aber als das Spiel erschienen ist, das war einfach so gut. Ich habe da so viel Zeit mit verbracht. Obwohl es gar nicht so lang ist, das Spiel. Also, wir werden hier nicht irgendwie 500 Folgen drin verbringen. Aber so 30, damit rechne ich schon. Gut, ich könnte auch hier hochgehen, oder? Ah, eigentlich wollte ich auch beenden. Na gut, dann machen wir das hier noch. Wobei, ist das nicht richtig schwer? Ich meine schon. Ah, es ist nur Rutschen. Naja, nur Rutschen. Oh Gott, das wird nicht gut gehen. Ja, eine kleine Bonuswelt. Aber wir haben ja auch noch unseren Dreck weg. Okay, ein bisschen wehgetan. Das wollte ich nicht. Okay, perfekt. Geschafft. Okay. Und noch eine Insignie bekommen. Das haben wir drei. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Wobei ich mal eben abwarten möchte. Ich glaube, jetzt passiert noch was in der Overworld. Ich werde hier nicht fertig. Unglaublich. Genau. Es gibt einen neuen Schandfleck in Piazza Delfino. Kümmern wir uns im nächsten Part drum, Leute. Bis dahin, wie immer, alles Gute.